Im vielleicht schnellsten und einfachsten Trick in diesem Adventskalender 2020 verrate ich dir heute, wie du schnell und vor allem kostenlos deiner Snare mehr Charakter und Power verleihen kannst. Und das Ganze funktioniert nicht nur für echte aufgenommene Snares, sondern auch für Samples oder auch 808 und ähnliche Snares aus dem Synthesizer. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020 und ich liebe es ja, wenn ich Probleme rucki-zucki mal eben schnell erledigen kann. Zum Beispiel bei einer Snare, die ein bisschen zu knackig im Mix ist. Ne? Entweder hast du die Snare selber aufgenommen, du hast vielleicht nur ein knackiges Sample gefunden oder deine 808 ist dir ein bisschen zu knackig, du möchtest Charakter dran haben. Charakter für eine Snare bedeutet in der Regel, dass man den Teppich dazu dreht. Wenn du jetzt aber den Teppich von der Snare, du musst dir ja vorstellen, eine Snare-Trommel ist eine Trommel mit oben einem Fell, unten einem Fell und unten unter dem Fell, ist nochmal ein kleiner raschelnder Teppich untermontiert und wenn der fehlt oder vielleicht nicht richtig genug rauskommt aus der Snare, dann kann es durchaus sein, dass die Snare ein bisschen zu wenig Charakter hat. Wenn man das doch nur reindrehen könnte. Natürlich kann man jetzt eine Snare irgendwie als Sample nochmal dazu packen und dafür sorgen, dass die Snare nochmal einen anderen Charakter kriegt, aber das ist ja eine komplette Snare dann. Klasse wäre es doch, wenn man nur den Teppich hinzufügen könnte. Und das geht jetzt mittlerweile, denn es gibt ein kostenloses Plugin, das nennt sich Snare Buzz von Waves Factory und wir hören erstmal kurz in diesem Loop rein, indem ich diese Snare hier vorliegen habe. Ne? Eine schöne Snare, sehr knackig, auch schon mit einem leichten Nachhall da dran, aber im Prinzip fehlt mir ein kleines bisschen Teppich. Kleines bisschen ist gut, ich möchte, dass ordentlich Teppich dazu kommt. Also lade ich jetzt einfach mal Snare Buzz von Waves Factory hier rein. Moment, was habe ich jetzt gemacht? Da ist das Waves Factory Snare Buzz. So sieht das Plugin aus und ich aktiviere das Ganze mal und du siehst, es sind wirklich ganz, ganz wenige Knöpfe da. Im Prinzip 4 Knöpfe, mit denen man rumspielen kann. Hier ist auf der einen Seite ist der Snare Tightness Schalter oder Regler, möchte man sagen. Hier unten drunter kann man auswählen, welche Snare man haben möchte. Und da kann man jetzt 5 verschiedene Typen auswählen, wie du hier sehen kannst. Wenn ich hier durchklicke, siehst du, dass man hier 5 verschiedene Typen hat. Und da wird dann die Art des Teppichs schon mal definiert, ob du eher einen kürzer schwingenden Teppich hast oder einen länger schwingenden Teppich hast. Und mit der Tightness, mit der Engheit, mit der Strammheit, würde ich mal sagen, mit der Festigkeit, mit der Teppich festgezogen wird, also wie lang er nachklingt, kann man dann hier noch regeln. Wenn die Tightness auf ganz links außen gedreht ist, dann raschelt der schön lange nach. Wenn er eher nach rechts, also eher stramm angezogen ist, der Teppich, dann raschelt er nicht so stark nach. Da kann man also wunderbar mit rumspielen. Dann haben wir auf der rechten Seite haben wir einen Studio Mic Distance Schalter und das ist ganz toll, wenn man damit rumspielt, kann man das Mikrofon hier oben schön verschieben. Lustige Geschichte. Im Prinzip bedeutet das aber nur, dass man noch ein kleines bisschen mehr Raumanteil dazu kriegt. Man kriegt also nicht nur den Teppich dazu, sondern man kriegt auch noch Raumanteil dazu und auch da zu diesem Zweck kann man hier unten zwischen verschiedenen Räumen auswählen. Letztendlich unterscheiden auch diese sich natürlich ein bisschen im Klang, aber auch in der Länge der Nachhallzeit. Das kann man hier einstellen und die Mic Distance sorgt dann im Prinzip dafür, dass der Nachhall dann noch mehr dazugegeben wird. Hören wir uns gleich aber mal im Beispiel an. Was noch fehlt, sind jetzt hier der Mixregler, mit dem man einstellen kann, wie viel Anteil von der Original-Snare und von dem zugemischten Anteil von dem Teppich dazukommt und ein Out-Regler, mit dem man dafür sorgen kann, Entschuldigung, Frosch im Hals, mit dem man dafür sorgen kann, dass die Snare, wenn sie ein kleines bisschen lauter werden sollte durch die Bearbeitung, dass man dann hier dafür sorgen kann, dass man es wieder zurückregelt. Das Ganze noch veredelt und vergoldet mit einem kleinen VU-Meter und schon sieht das Ganze wunderbar aus. Aber wie klingt es jetzt? Das hören wir uns am besten mal an. Und zu dem Zweck drehe ich jetzt erstmal den Mixregler auf volle Pulle nach rechts. Das bedeutet, wir hören erstmal nur den Anteil, der Snare hinzugefügt wird, damit du mal hören kannst, was hier tatsächlich passiert. Also hören wir mal, wie die Snare klingt. Machen wir nur die Snare, ne? So, also das ist der Teppich, der jetzt dazugemischt werden würde. Und ich drehe mal an der Tightness hier auf der linken Seite. Und du hörst schon, er schwingt jetzt länger nach. Nehmen wir mal einen anderen Teppich. Ah, und du merkst schon, es kommt auch Charakter dazu, ne? Es kommen mehr Höhen, mehr Mitten, es rauscht mehr. Snare 3. Unterscheidet sich jetzt nicht so stark, Snare 4. Noch ein bisschen länger, intensiver und lauter. Und Nummer 5 auch noch mal ein kleines bisschen. Mir gefallen hat jetzt Nummer 2. Und mit der Tightness kann man natürlich dafür regeln, wie lange das Ganze jetzt nachregelt. Auch da können wir mal kurz dran rumspielen. Nehmen wir mal Snare 2. Ja, und es wird immer kürzer, strammer oder eben lockerer.
hören wir uns dann gleich nochmal mit der Original-Snare zusammen an. Ne? Als nächstes gibt es dann einen Raumanteil, den man noch dazugeben kann. Auch den hören wir uns mal kurz an. So ist 0%. Ja, und das Signal wird immer weniger direkt. Das heißt, der Transient vorne wird auch ein kleines bisschen abgeschliffen und es entfernt sich auch ein kleines bisschen. Genauso wie es im Prinzip dieses Mikrofon jetzt hier auf der rechten Seite auch andeutet. Es geht weiter weg von der Snare und dementsprechend ist der Teppich dann natürlich auch weniger zu hören. Drehen wir das nochmal zurück auf 0 und hören uns das Ganze jetzt erstmal mit der Snare zusammen an. Am besten Verhältnis 50% Snare, 50% Teppich und wir drehen jetzt einfach mal ein bisschen rum hier, was hier passiert. Ne? Also, los geht's. Ich drehe mal die Tightness runter. Kommt der Teppich schön dazu. A, B. So ist die unbearbeitete Snare. Ja, oh, deutlich, ne? Deutlich mehr Charakter. Bisschen Raum noch dazu. Nehmen wir den Raum zweimal. Nochmal AB. Ist okay, die Snare, ne? Aber mit. Wunderbar. Eine schöne Spielwiese, aber auch ein schneller Helfer, wenn mal eben ein bisschen mehr Charakter auf der Snare gebraucht wird. Und wie gesagt, funktioniert bei einer normal aufgenommenen Snare, bei einem Sample, aber auch bei einer 808 oder jeder anderen synthetisch hergestellten Snare. Probier es einfach aus, es ist ja kostenlos. Lad dir einfach das Waves Factory Snare Bass runter, Link unten in der Videobeschreibung und schreib mir, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch einen anderen Weg, um deine Snare noch ein kleines bisschen zu veredeln. Dann kannst du uns das ja gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, denn jeder Kommentar nimmt ja auch am Gewinnspiel im Adventskalender 2020 teil. Dabei wünsche ich dir jetzt schon viel Erfolg und wir sehen uns dann morgen zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!